Yo, was geht ab? Heute gibt es mal kein Okta-Battle, sondern eine ganz normale Reaction. Und die Reaction wurde mir mal wieder von einem Zuschauer empfohlen. Und zwar, es gibt mal wieder eine Ente-Reaction. Ich habe nicht mitgekriegt, dass Ente einen neuen Song gedroppt hat. Umso glücklicher bin ich, dass ich darauf hingewiesen wurde. Und ich habe mega Bock. Ich glaube, das wird wieder richtig anstrengend, jede einzelne Zeile zu verstehen. Aber ich habe richtig Bock. Ente ist einfach nur genial. Und ich habe wirklich einfach nur Bock, mir das jetzt zu geben. Und deswegen schauen wir jetzt rein. Ich wünschte, ich könnte den Weg, der mich hierhin gebracht hat, noch einmal betrachten. Ich seh den kleinen Jungen weinen, konnte ich nicht bewahren, nicht verhindern, wer du wirst. Es tut mir so leid, das Kind in mir verstirbt. Hallo Nachwelt. Ich wünschte, ich könnte den Weg, der mich hierhin gebracht hat, noch einmal betrachten. Ich seh den kleinen Jungen weinen, konnte ich nicht bewahren, nicht verhindern, wer du wirst. Es tut mir so leid, das Kind in mir verstirbt. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein geiler Einstieg und die Hook. So wie ich das jetzt verstehe, rappt er da über sich selbst, dass er anscheinend entweder jetzt oder früher das Kind in sich verloren hat. Das wird super unangenehm, wenn ich im Schnitt merke, dass es absolut nicht das heißt. Das wird dann super unangenehm. Wir machen mal weiter. Die kalten Tage, in denen ich mich frag, wo bin ich gewesen all die Jahre? Sitz wieder alleine im Turm und schreib der Menschheit, was ich denk. Und red mir dabei ein, dieses Talent sei ein Geschenk. Ich red es mir doch ein. Ich bin Ah, okay, gut, ich glaube, ich liege ganz richtig in der Annahme. Das ist anscheinend so ein selbstreflektierender Song, was ich an sich nicht schlecht finde. Aber okay, vielleicht hat er auch so gerade so ein bisschen eine Down-Phase oder hatte eine, bevor, also keine Ahnung, weil man weiß ja auch nicht, wann der Text entstanden ist oder der Song entstanden ist. Aber er hat ja Talent. Also er braucht sich das ja nicht einreden. Er hat ja Talent. Das ist ja, das muss man, glaube ich, nicht irgendwie beweisen oder sonst was. Er hat Talent. Dreht mir dabei ein, dieses Talent sei ein Geschenk. Ich red es mir doch ein. Ich bin allein und es ist kalt. Stoche rum im Herzen, such nach Lines, die euch gefallen. Schlag den Kopf Oh, an Wände, krass. bis der Schädelknochen bricht. Und dreht mir dabei ein, ich hab mein Leben noch im Griff. Weiß noch Boah, nicht ey. einmal, ob sie's verstehen oder nicht. Denn den schmerzhaften Teil davon durchlebe doch nur ich. Oh, krass. Keine Besserung zu sehen. Ich schreib 3 Songs am Tag und merk, wie schlecht es um mich steht. Ich warte bis. Boah, Alter. Ich hab absolut nicht erwartet, dass so ein Track wird. Holy fuck. Alter Schwede, ey. Krass, 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 krass. Es nimmt mich gerade ein bisschen mit, ihn quasi so zu hören, so zu sehen. Weil ich finde, jeder, der ihn hört, der sagt ausnahmslos, der Junge hat richtig Talent oder der Mann hat richtig Talent. Das tut wirklich weh gerade. Ich schreib 3 Songs am Tag und merk, wie schlecht es um mich steht. Ich warte, bis der Nebel sich verzieht. Und hoffe, sie verstehen dieses Lied. Verbrenne nach dem Schreiben diese Feder, die es schrieb. Doch die Tinte auf der Spitze ist die Lebensenergie. Boah, krass, ey. Ich wünschte, ich könnte den Weg, der mich hierhin gebracht hat, noch einmal betrachten. Seh den kleinen Jungen weinen. Konnte ich nicht bewahren. Nicht verhindern, wer du wirst. Es tut mir so leid. Das Kind in mir verstirbt. Hallo Krass. Nachwelt. Das Ich ist wünschte, richtig ich könnte krass, den Weg, glaube der mich hierhin gebracht hat, noch einmal betrachten. Seh den kleinen Jungen weinen. Konnte ich nicht bewahren. Nicht verhindern, wer du wirst. Es tut mir so leid. Das Kind in mir verstirbt. So vergehen die dunklen Tage. Jeder gefüllt mit Trauer und wir leben 100 Jahre. Von Schmerz gelenkt, Alter, von ey. Ängsten und Zorn. Und die Kerze brennt im Fenster des Turms. Von der Dunkelheit gepackt und verschlungen. Damals waren die Schatten noch bunt. Ich werfe die Texte in die Winde, die sie verteilen. Und bete, dass sie irgendwer findet, der mich befreit. Alter. Diese 1000 Lieder sind mein. Jedes von ihnen ein aufgeschriebener Schrei. Viele bunte Farben, doch sie passen nicht ins schwarze Bild. Ich schreib nicht, was ihr hören wollt, sondern das, was ich euch sagen will. Ja. Schreibt nur wegen der verdammten Schmerzen. Ich will kein Fame, sondern falsche Interpretation Alter. zerstören dieses Werk, denn was vom Herz geschrieben wurde, ist nur zu hören von einem Herz. Hallo nach.
Alter, ey. Alter. Das ist richtig hart. Das nimmt mich wirklich krass mit gerade. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass irgendwann so, oder der zweite Part oder so, oder vielleicht nach dem Part, aber jetzt scheint nur noch die Hook zu kommen und dann ist der Song vorbei, dass dann einfach irgendwie so kommt, so, ha, Spaß, und dann geht, rastet der komplett aus. Ich hab's gehofft. Alter, ey. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das hatte ich lange nicht mehr. Dass mich ein Track wirklich sprachlos macht. Aber jetzt nicht sprachlos im Sinne von, dass mich das überwältigt, sondern wirklich, dass mich das einfach sprachlos macht. Dass ich wirklich einfach nicht weiß, was ich sagen soll. Das ist krass, ey. Das ist wirklich heftig. Also die Kernmessage ist ja jetzt quasi, dass er dieses ganze Ding rund um Lieder schreiben, aufnehmen und was weiß ich, macht, um zu verarbeiten. Das ist ja auch das, was ich die ganze Zeit ja auch immer predige. Also predige, was ein dummes Wort. Aber was ich halt die ganze Zeit schon sage, dass Musik einfach ein unglaublich gutes Ventil ist, um zu verarbeiten. Und er offenbart ja jetzt quasi, dass er das die ganze Zeit über schon gemacht hat. Dass er das nicht sagt, weil er das sagen muss, sondern weil er das sagen will. Weil dahinter was steckt, er will verstanden werden. Das ist krass, Mann. Das ist wirklich heftig. Welt. Ich wünschte, ich könnte den Weg, der mich hierhin gebracht hat, noch einmal betrachten. Seh den kleinen Jungen weinen. Konnte ich nicht bewahren. Nicht verhindern, wer du wirst. Es tut mir so leid. Das Kind in mir verstirbt. Und auch noch ein neues Album. Krass. Vielen Dank für die Empfehlung. Ich war jetzt eigentlich nicht so in der Laune, mich von irgendwas so richtig mitnehmen zu lassen, sondern eher so, vor allem, weil ich das jetzt gerade auch direkt nach den Battles vom JOB aufnehme, war ich eher so in der Laune, so lustig und so und einfach sich wieder geile Zeilen geben und ein bisschen lachen und so. Und jetzt ist das einfach, hat sich das komplett um 180 Grad gedreht, gewendet und ich würde am liebsten jetzt, ja, einfach jetzt die Aufnahme ausmachen. Klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich denke, ihr versteht mich vielleicht. Oder ich hoffe es zumindest. Ja, krass. Übertrieben krasser Track. Hätte ich absolut nicht erwartet. Und ich hätte auch niemals erwartet, dass so eine Message jemals von jemandem wie Entertainment kommt. Wenn man mal ehrlich ist, oder? Hallo Nachwelt. Ich wünschte, ich könnte den Weg, der mich hierhin gebracht hat, noch einmal betrachten. Seh den kleinen Jungen weinen. Konnte ich nicht bewahren. Nicht verhindern, wer du wirst. Es tut mir so leid, das Kind in mir verstirbt.